In den ersten Videos haben wir euch gezeigt, wie unser Haus gebaut wurde, dass dort eine Zeitkapsel versteckt wurde. Wir haben euch gezeigt, wie wir sie gefunden haben, dass sie schon aufgebrochen war und was wir noch darin gefunden haben. Dann haben wir eine neue Zeitkapsel gebaut und heute werden wir die wieder einmauern. Natürlich mit ein paar Extras. Hex, Hex! Wir haben die defekte Abdeckplatte wieder eingeschalt und repariert, damit es später zu einem schönen Sichtmauerwerk werden kann. Und damit das Ganze auch schön aussieht, wird die Platte mit der Aufschrift 1965 schön restauriert. Die neue Zeitkapsel ist aus Stahlrohr gefertigt, aus Anschweißflanschen und aus Blindflanschen. Abgedichtet ist das Ganze mit einer Alleskönnerdichtung. Die ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, Laugen, Säuren, Erdölprodukte. Und ich denke, wir realisieren hier auch eine relativ hohe Druckstufe über mehrere Bar. Das bedeutet, das Ganze ist auch luftdicht und die Luft, die hier drin ist, hat nur einen bestimmten Sauerstoffgehalt und wenn der Sauerstoff mit dem Inhalt ausreagiert ist, kann sich da auch weiter nichts mehr zersetzen. Stahl rostet mit ungefähr 0,1 mm, 1/10 mm pro Jahr, wenn er unbehandelt ist. Wir sehen, der Stahl ist ganz schön dick, kann also sehr lange dauern, bis das mal durchgerostet ist. Ich denke, wir haben hier eine sehr ordentliche Zeitkapsel gebaut. Wenn ich müsste, würde ich eine Garantie geben über 300 Jahre, aber das muss mich dann sowieso nicht mehr interessieren. Also, rein damit!
Wir spulen mal eben rund 55 Jahre zurück. Hier der Großvater. Und hier die Enkelin im Jahre 2021.